Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Imperium Galactic Survival. Und wieder mit dabei ist der Rivano, der hier vor mir steht. Ja, hallo, Gabax Airlines. Genau, und der Onkel ist natürlich auch wieder dabei, gerade nicht im Bild, aber in der Base. Ja, hallo, hallöchen. Genau, und was wollen wir denn Schönes machen? Der Rivano ist hier nämlich schon anständig in seinem Löchlein. Oh, ja. Mit meiner in der Hand. Hast du ihn endlich weggesperrt? Was willst du Schönes machen? Also ich werde jetzt auf jeden Fall... du, also ja, ich werde Eisen abpacken und du darfst es probieren, Onkel, ob es schmeckt. Nee, ich werde jetzt einfach mal dazwischen quatschen, weil ich den ganzen letzten Part nichts sagen konnte. Ja, kannst du ruhig, gar kein Problem. Weil ich werde jetzt hier Drecksack. Nicht... Ja, was wirst du? Hä? Was? Ich werde jetzt hier was Schönes probieren, ob das funktioniert. Komm wieder, Eisen. Ich werde uns... Probieren. Geht über studieren. Ja, was kann ich sagen zu Gabax Airlines? Ja, wenn ihr sterben wollt, fliegt mit. Landung 6. Landung 6. Nein, was ist jetzt passiert? Irgendwas ist explodiert. Irgendwas hat Bumm gemacht. Ach, bist du schon wieder am Fliegen oder zumindest am Rumwedeln, flattern? Ja. So? Vor allem irgendwas ist passiert. Oh, bist du wieder im Orbit? Nee, alles gut. So, was wolltest du denn sagen? Ich? Ja. Ja. Das ist besser so. Ja, nö, jetzt ist zu spät. Der Onkel wollte probieren, glaube ich. Irgendwas mit probieren, habe ich gehört. So. Ja, ich nee, nichts kaputt gegangen. Cool. Was? Erzähl weiter. Oh, probieren ich und dann? Ich bin am was probieren, ja. Ja, was denn? Ich Wir haben will jetzt dreimal uns... Was? Uns? Ja, sag. Hier, die Zuschauer sehen das gerade bei mir. Ich kann's euch. Ja, ich will das aber auch wissen. Was soll ich? Ich sehe das doch nicht. Ich bin doch selber hier am Buddeln. Ich will versuchen, uns hier eine geile Brücke zu bauen, aber. Ach so. Die Golden Onkel Bridge ist das. Die Golden Onkel Bridge. Es ist doch was kaputt gegangen. Ah. Obere. Es funktioniert. Der Gabax, ey. Ja, wisst ihr, bei Gabax, da denkt man, der ist gelandet. Ich steig aus, ja, dann mach ich erstmal freien Fall, ey. Ja, und dann sagt er noch, wenn ich aussteige, warum bist du ausgestiegen? Da kann ja nichts für, ich hab nicht gesagt, dass du aussteigen kannst. Doch, ich hab gedacht, was machst du denn? Weißt du, bleibt erstmal 3 Kilometer im Orbit stehen, ja? Und ich denke, was hat er denn? Ich soll doch graben. Ja, und dann hab ich gedacht, ich steig mal aus, ne? Oh Gott, ich werd angegrunzt. Was ist das? Ich höre Geräusche. Wow. Ja, hol mich auch gleich wieder ab, ja? So, und ich muss jetzt erstmal. Hol mich auch gleich wieder ab. Ja, ich muss aber erstmal das Raumschiff reparieren. Hm. Weil da gerade eine. So eine nicht eine Schubdüse, sondern eine Korrigierungsdüse oder wie die Dinger heißen. Naja, ich hab's genau gesehen. Kaputt gegangen ist. Richtungsdüse, genau. Ja, das war die Taube, ne? Die Nachbars. Genau, die Nachbars-Taube. Richtig, genau das. Genau das ist passiert. Denn es war nicht der Gabax. Nein. Nein, das war nicht der Gabax, das war. Die Nachbarstaube. Doch, so das war das. Meine Brieftaube. Genau. Nicht meine, nicht Onkel, sondern deine. Mhm. Das war dieses Abgerichtete. Das so war die Flieg in die Turbine Taube. Wo ist der Onkel? Ach, da ist er. Oh, mal. Oh, ich möchte dann aber gleich mit Gabax über die Brücke fliegen vom Onkel. Ich möchte das mit ist ja richtig angucken. Schick. Ja, und das muss ich sagen. Gefällt noch mal mir. Als kleinen Durchgang hier. Und ich habe die neuen Lichter gelernt. Ich denke mal, die kann man da so dazwischen aufhängen. Da werde ich auch mal so eine Metallplatte dazwischen machen. Das wollte ich gerade sagen, ja. Musst du, glaube ich, auch. Das kannst du eigentlich sogar als so, ja, wie so ein Träger, weißt du? So ein Träger machen. Mm. Einmal rundherum. Träger. Da kannst du dann die Lampen dran packen. Sieht bestimmt ganz gut aus. Träger? Ja, Träger. Flugzeugträger. Also einfach Metall quasi anstatt Fenster. Ach so. Mal einmal dazwischen mal einmal, ja. Richtig. Okay, dann weiß ich schon. So, ich baue jetzt noch mal ein paar Kabels. Von wegen, ich weiß gar hat nichts. Die Eisenmine das noch? Was davon, während ich weg bin? Steuergeräte. Gut, dann würde ich sagen. Ah, ne, davon habe ich schon. Bitte? Würde ich sagen, tue ich mal mein Zeug wieder hier rein und baue erstmal die Brücke. So. Brücke. Aber nur die eine und nicht keine. Ja, das ist ein schöner Übergang zum Gewächshaus, würde ich sagen. Oh mein Gott. My gosh. So.
habe ich die Schubdüse gebaut. Ah, die lösen sich diesmal nicht auf. Das finde ich total geil. Kannst du echt hier rumhacken wie so ein Berserker. Und dann komme ich wieder runter und dann kann ich die ganzen Eier aufsammeln. Ja, ist doch geil. Hm. So, Moment. Weil? Boah, ich da noch was mache. Ich bin so ein guter Handwerker. Die sind alle gleich groß, die Stücke, die ich hier aus der Wand raussprenge. Haha, das kann nicht jeder. Nur die Imperiesten. Ja. Nur so. So, okay, jetzt da muss noch ein Dings hin. Da muss noch eine Reihe hin, sonst geht's nicht auf. Hier war nur der Steinmetz. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich dich abgeladen habe. Wo ich meinen Ballast abgeladen habe. Ne. Ach, da hinten. Ja, ja. Ich bin ja genau richtig geflogen gerade schon. Sagt der Junge. Der die Tauben in sein Triebwerk. Nee, jetzt habe ich die natürlich beide weggefetzt. Wieso machst du das? Oh, ich bin Level 8. Ich habe 40 Upgrades-Punkte. Braucht ihr noch irgendwas, Onkel? Irgendwas Dringendes? Weil ich habe noch alles zum Basteln. Nö, Dringendes haben wir nicht. Du kannst momentan lernen, was du möchtest. Zum Beispiel Waffen oder so. Dann drücke ich mal auf die I-Taste. Dann drücke ich mal auf die Technikbäume. Dann drücke ich mal... Oh, das sieht auch besser aus, ist die Bilder, ne? Das haben die überarbeitet. Die Betten, boah, die sehen ja richtig fantastisch aus. So, ich bin jetzt wieder mit dem Raumschiff da. Die Orpins. Welche kann ich denn... Wo sehe ich denn, welche ich denn brauche? Die grünen sind gehören mir, oder? Ja, genau. Ja. Die grünen hast du schon. Ja, dann kann ich ja erst ab Level 12 dann Pistole und Pulsgewehr und so. Welche Level habt ihr? 15 oder so habe ich. Wow. Oder 12? Nee, seid 13? Ich weiß es nicht. Warte, ich guck mal gerade. Ich bin Level 8. Ist irgendwo da, Level 12. Was bist du, der Gabak schon wieder so weit und der Onkel? Ich hab doch die ganze Zeit nichts am Constructor gemacht. Jetzt mach ich doch erstmal wieder was. Also, und das ist jetzt der Grund. Achso, okay. Ich war der Jäger. Der Jäger. Cool, hier Jetpack war J, ne? Wie J. Jetpack. Gut. Komm ich hier nicht raus aus dem Drechsel. Das hier. Wo bist denn du? Bleib stehen. Ah, da. Ich hör dich. Ich bin gerade ein bisschen auf der Yacht. Kontox. Auf der Yacht? Lass mir einen Kontox. Auf der Yacht. Auf der Yacht. Genau, auf der Yacht. Hab da ganz schnell eine Yacht gebaut. Nicht mitgekriegt? Was soll man lieber 4 machen? Aber Axe, ich beschütze dich. Ich komme. Ich glaube, das reicht. Die Pflanze. Bam, bam, bam. Ich habe keine Munition mehr. Ja, das ist ja super. Wie willst du mich dann beschützen? Eins. Tja. Ja. Ich lenk sie ab. Ich mach den, mach den Truthahn. Ich mach das kleine Hühnchen. Okay, hast du schon Eisen? Ja, ne? Ja, jede Menge. Ich habe ungefähr 226. Ja, komm, dann kann ich dich mal wieder zur Base bringen. Ja, und bitte Munition basteln. Ja, am besten so 300. Ja, oder ruhig so. Blut. 300. Blut. 315. Hier müssen wir auch noch einen Constructor bauen, ne? Gerne. Sonst hockt da die ganze Zeit an unserem. Ja, ich hocke an euch rum. Genau. Ja, oh Mann, er hat wieder geparkt, wie der Profi. Warte, ich will erst einsteigen. Ah! Ja, ich bin drin. Also, okay. Oh, Leute, mir wird schon ganz seekrank, wenn ich hier mitfliege, ey. Ohne Witz, ey. Die ganze Zeit hoch, runter, links, rechts, verkehrt rum. Oh. Ja, ich bin wieder Profi unterwegs. Der Himmel ist blau, die Wolken sind schön. Und der Gabax fährt, als wäre er blau. Das reimt sich nicht mal ein bisschen. Doch. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Irgendwie nicht. Muss doch nicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht... Uwa! Das kann man mal hier hinsetzen und abreißen. Haben wir wieder mit Material. So. Okay, wissen wir Bescheid. Ach, das hat sie wieder... Der Kamer- das war gerade dumm. Ich glaube gerade wieder ein Spielfehler. Also hier würde ich sagen, mach mal. Wo du ausgestiegen bist, sah das aus, als würdest du aus dem Himmel runterfallen. Das sah richtig lustig aus. Aus dem Himmel? Ja, ich bin halt, keine Ahnung. Gottes Sohn oder so. Batman. So, ich pack den wieder hier draußen rein, oder? Ja, genau. Genau. Okay, habe ich. Und Dreck habe ich auch noch mitgenommen. Und ich brauche Ressourcen. So, brauche ich noch 1, 2, 3, 4 solche Platten. Der Grundstar. Und 7 von 7 und 4. Ah, A7 von 4? Nee, 7 A7 und 4. Hört sich an wie ein Audi. Audi A7. Wow, genau. Das sieht aber cool aus. Geht die jetzt bis auf den anderen Planeten da hinten? Nein. Natürlich. Bis auf einen anderen Planeten. Ja, da hinten auf die Insel halt. Da neben kommt mein Gewächshaus hin dann danach. So. Ich dachte, du machst die jetzt voll lang. Nein. Das sieht doch echt episch aus. Wieso?
Hat ja noch genug Silizium. Guck mal, ich kann hier sogar drunter gehen. Wow. Gut, die steht von alleine, liebe Leute. Seht ihr das? Sowas gibt's in der Welt noch nicht, dass man so weit laufen kann, oder? So weit? Nee, ohne Stützen? Nee. Ohne Stützen? Ohne Stütze. Aber geil, die Scheiben. Gefällt mir. Kann man ein Restaurant draus machen. Mal schön mal ein paar Tische hinladen. Boah, jetzt lenk mich doch mal nicht die ganze Zeit ab. Also 11 von den Platten brauche ich noch. Ja, und kannst du auch 12 machen. Reserve. Ich geh jetzt. Boah, auf jeden Fall noch ein paar Electronics. Platten. Rohre, Stahlplatten. Habt ihr was zu essen für mich? Nein. Doch, habt ihr. Zwei. Ja, das habe ich gerade für mich produziert. Ja, geh selber jagen. Find ich sehr gut. Finde ich sehr gut, dass du das für mich produziert hast. Produziere geh dich. Geh selber jagen. Habe ich schon. Scheiße, ein Reh, eine Gazelle. Gazelle. Gazellenreh. Ein Gazellenreh, ja. Aha, das sind die neuen Tiere hier vom Planeten Melmark. Keine Katzen gibt's hier. Schrecklich, ne? 11 Platten hast du gesagt. Das hab ich natürlich wieder. 11. 11 waren's. Ja, aber ich hab hier keine Chance. Warum nicht? Solche Dinger. Warum sind denn hier gar keine Tiere mehr? Schräg zu bauen, das ist doch kacke. Gibt's nicht solche. Irgendwie spawnen keine Tiere mehr bei uns in der Nähe, ist ja schrecklich. Lernt man sowas auch später noch? Was denn? So schrägen? Schrägen, ich glaube ja. Ich schau mal kurz. Nee, es ist nur noch hier. Was sind das hier hinten? Oh, Constructor fortgeschritten gibt es dann später auch noch. Generator groß, okay. Kühlschrank, ja, das ist wichtig. Vielleicht noch ein großer. Das könnte man alles am Anfang bauen. Einen großen Kühlschrank hat man schon mal da gehabt. Building Platz. Ja, den hat aber irgendjemand abgerissen. Da sind zwei. Oh, drei sogar. Ich finde, das sieht echt episch aus hier. Kleine Brücke. Was machen? Ja, aber was brauchen wir jetzt noch an Ressourcen? Oder wollen wir solch ein bisschen jagen gehen? Ach ja, Munition brauche ich. Ich brauche ganz viel Munition. Munition. Ich bin gerade am Jagen hier. Ja, ich brauche Munition, sonst kann ich nicht mitjagen. Ja, ich baue ja schon welche nebenbei. Ach so, auch noch. Alter, der geht jagen und baut Munition nebenbei. Krass, oder? Mega Gabax, Megabax. Megabax. Mega Gabax. Genau. Mega. Oh, ihr habt aber gut Ressourcen gebastelt hier. 999 Promethium-Tabletten. Ja. Könnt ihr eine ganze Firma aufmachen hier. Da haben wir ordentlich gefarmt. Hier, das sieht das schon. Ja. Wahnsinn, ey. Wir haben uns sehr, sehr fleißig gemacht. Was? Mm. ja, du hast ordentlich deine Fruchtzwecke gegessen, ne? Ja. Mhm. Damit du groß und noch das ein bisschen kleiner wirst. Und er rennt hier schon wieder nur hin und her, Gabak. Ey, weißt du, was geil ist? Onkel, du musst mal durch die Scheibe gucken. Da wird die Sonne wird ein bisschen gedunkelt. Weißt du, wie so eine Sonnenbrille ist das? Voll geil. Ivano, ich baue die Scheiben hin. Natürlich gucke ich die ganze Zeit durch diese Scheiben, du. Ja, das ist so, weißt du, richtig cool. Ey. Wie im Auto, die schwarzen Scheiben. Finde ich cool. Gefällt mir. Mach lieber mal was. Ja, mach ich doch. Ich warte, dass der Gabax mit ihm. Wir brauchen echt einen Constructor für ihn. Ja, eben. Daran wird es liegen. Daran liegt es. Constructor, ein Raumschiff, eine Laserkanone und. Viel Zeit. Und was? Viel Zeit. Ach, viel Zeit. Und gutes Internet. Und gut, ja. Ja, liebe Leute, das Telekom-Geschäft war nicht gerade so prickelnd bei mir. Aber jetzt läuft sie da. Erstmal. Ja. Für 2 Wochen. Ja. Da geht's wieder los. Nee, ich hoffe nicht. Würde ich sagen. Ist schon wieder soweit. Gabax? Was? Nö. Ist nichts soweit. Nein, alles gut, alles gut. So, ja, Munition herstellen. Ja, bitte. Ich dachte, du hast schon hergestellt. Ja, er stellt noch her. Also. Nur das Ding ist, das war in der Warteschleife von anderen Sachen noch. Mhm. Do you know? I'm not. Aber den Kanonengeschütz, Selbstschussanlage und eine Minigun. Das ist so total voll Minigun. Geschütz. Ja, ich bin gespannt, was es noch so auf der Insel gibt hier zum Erkunden. Weil, das Dach sieht aber geil aus. Das gefällt mir echt. Wow. Das könnte auch echt so ein Trakt sein von einem Raumschiff, ne? So eine Brücke, wenn man dann ins Weltraum guckt. Gedacht. Ja, außer die Löcher da unten. Das ist natürlich gerade nicht so sinnvoll im Weltall.
Aber sonst ist das optimal. Der hat auch immer irgendeine Dummheit zu haben. Ja, jetzt komm. Nimm mal ist doch nicht im Weltraum. Ja, aber ich hab doch gesagt, das wäre schön im Weltraum. Dorivano, jetzt komm mal her. Ich hab dir Munition gecraftet. Licht in der Mitte des Raumes. Geben. Eingepackt und gut verpackt. Wie war das? Natürlich. Traumhaft. Ja, 75 Schuss. Was ist das denn? Ja. Da töte ich eine Gazelle mit. Also. Eine Gazelle, klar. Die wird durchlöchert und gesiebt. Gibt's Bleifleisch, gibt's dann. Bleifrei. Bleifrei. Komm mal mit. Ihr Schönes. Ich folge dir mal unauffällig. In den Jurassic Park. Wo bist du denn jetzt wieder hingeportet? Hallo? Gabax, wo bist du? Was denn? Ja, ich wollte dir folgen, aber du bist weg. Hä? Ja, dann kannst du mir halt nicht folgen. Achso, du bist im Laden drin. Nein, ich bin hier gerade am Materialien herstellen. Wo? Im Geschäft hier, also in unserem außerhalb. Haus. Wie außerhalb? Achso, da unten. Teilst du dann wieder auf? Also, ja, natürlich, immer. I believe, I can't can flying. Nachher musst du halt noch durch 3 aufteilen. Ja. Durch 7. So, Alter, du hast ja noch übelst viele Eisenbarren. Durch 7. Für die das Leute, die dann noch zu uns stoßen. Hallo, Onkel. Oh. Will ich jetzt einfach noch mehr das Munition ist mein Constructor. Du brauchst gar nicht so rumzu. Da steht nirgendwo Onkel, ja. Ich hab das ist mein Constructor. Ich hab die ganze Zeit. Ich pack dir noch mehr Munition auf den Boden. Hier, bitte. Ah, danke. Ivano kriegt von mir auch gerade alles hin. Ja, ich baue nicht, ich baue gerade, es ist gerade ein neuer Konstruktor am Werkeln. Nicht so fest zu drücken, ja. Ist wie so ein Zäpfchen, ja. Nicht so fest zu drücken. Wo bauen wir den hin? Noch kein Platz dafür, den stellen wir draußen irgendwo hin. Ich hab doch gesagt, wir brauchen oben noch eine Etage. Da kommt dann mein Zuhause hin, da kommt dann mein Konstruktor hin. Wir können theoretisch dann hier auch noch anbauen. Wir können noch eine schöne Treppe nach oben machen. Wir könnten den höchstens. Ja, ey, ich hab jetzt mal gerade auf diesen Konstruktor geguckt. Willst du den hier hinstellen, ne? Oder was? Ja, am besten, ne? Oh, der ist ja riesig, Alter. Nee, stell den mal oben hin. Es gibt kein oben. Du kannst doch noch oben noch anbauen. Das ist ja, aber nicht das so schwierig. Dauert doch. Ja, und dann dauert das halt. Wir haben ja auch noch ein paar Parts Zeit, ne? Dann bauen wir nämlich du diese Du sollst jetzt erstmal einen Konstruktor haben, dass du ihn dann mal auf den Sack gehst. Deswegen. Und ich möchte oben Glasdach haben, genauso wie das hier. Nee. Ja, dann bau dir das selber Glasdach. Klar, da kannst du dir den ganzen. Da oben, das wird unsere Landebahn für unser Flugzeug. Jetzt hörst du mal auf, ja. Ja, Landebahn und mein Konstruktor-Landebahn. Konstruktorbahn. Beides kommt dahin, okay? Nee, du kriegst einen Nebenraum hier. Nebenraum? Ich will auch in der Hauptzentrale sein. Sonst müssen wir halt dieses komische Ding hier abreißen. Das gefällt mir eh nicht. Das gefällt was mir für ein komisches nicht. Ding. Ja, das hier du in der bist Ecke. Komisch. Mein Konstruktor, mein Name. Ja. Ich glaube, der muss weg. Ja, der schimmelt schon da hinten an der Wand. Definitiv. Nee, Quatsch. Keine Ahnung, wenn schon was finden. Machen wir schon. Ich bin da jetzt nicht so scharf drauf. Ihr könnt ja noch bauen für mich. Ich hätte da ja eine Idee. Oh, ich bin gerade geheilt worden. Aber ich guck gerade, ne? Diese Streifen und die Tabellen, die hier drauf sind, das sieht doch aus wie so ein Link zu deiner Homepage, ne, Onkel? Habt ihr denn da schon geguckt, liebe Leute? Der Onkel hat eine richtig geile Homepage gemacht. Die müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Hat da sehr viel Arbeit reingesteckt. Fand ich echt interessant. Steht auch ein bisschen was über Onkel drin. Sein Lebenslauf. Ich schmeiß dir nochmal ein bisschen Munition auf den Boden. Als er geboren wurde, eine Woche später, hat er schon seinen ersten Laptop gehabt. Onkel, brauchst du auch Munition, oder? Hast du? Boah, 200 Schuss, ich kann, Alter. Ich kann das. Behalt ruhig. Also, ich fühle mich echt geladen, Alter. Ich fühle mich echt geladen. Du musst gerade Dings verpflegen, von daher. Ist schon okay. Ja, ich muss Rivano verpflegen. Ja, ist denn der Scheiß? Das ist doch cool. Ich gebe ein bisschen Fleisch schon für uns. So, ja. Ich habe schon Fleisch geholt. Das ist im Kühlschrank. Achso, kann ich das essen? So, willst du mitfliegen? Ich komm. Aber, bevor du abhaust, ich brauche noch Munition für den Abbauer. 2 Stück ernsthaft? Oder 3. Ja, meinst du Eisen und so, da braucht keine Munition? Das hat mich leer gesaugt, ja. Ja, warte. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon den Part wieder beenden, liebe Freunde. Echt? Ist schon wieder soweit? Oh. Das war da jedes Mal. Ist das schon wieder soweit? Ja. Ja, fast. Ich stell noch hier gerade eben ein, dass ich eben die Verdampfermunition baue.
Dann gebe ich ihm jetzt einfach meine in die Hand. Quit. Zack. Meist, hallo? Er stellt sich den Quit her. Dankeschön. Genau, nimm das mal auf Hand. Mhm. Ja, würde ich sagen, ne, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen da lassen. Und schaut einfach mal bei den anderen Kanälen vorbei. Bei dem Onkel, der hier gerade auf sein Display guckt. Der Wano, der ja nur sinnlos rumhampelt. Hallo! Hallo! Hallo und herzlich willkommen. Habt ihr sonst noch was? Habt ihr Wünsche, Anmerkungen? Nö, ihr seht alles so gut, okay. Ihr seht so alles gut klar aus. Ich möchte gerne oben das Obergeschoss haben, liebe Nein, Leute. Du kriegst Helft kein Obergeschoss. Helft mir, stimmt ab und sagt, Nein, ich möchte ein Obergeschoss haben. Mit Glaskuppel und Landebahn. Warum sollen wir denn hier alles aufbauen und du kriegst ein eigenes Obergeschoss? Du bist doch bescheuert, Alter. Ja, weil ich der Revano bin. Ja, eben, da kriegst du normalerweise einen kleinen Keller im Wasser, wo das Wasser reinläuft. Egal, ein großer Keller. Okay, Kanzler, Leute, egal. Das ja klären wir dann in der nächsten Folge. Alles klar. Würde ich sagen, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Tschüss. Ciao.